Hamburg und willkommen zu diesem Balken-Grow-Vlog. Ich nehme euch heute einfach mal wieder den ganzen Tag mit. Ihr kriegt mal mit, wie so ein Tag bei mir typischerweise abläuft. Am Anfang tut er heute am Freitagmorgen mit einem, wie ihr es schon seht, Friseurtermin. So, jetzt gibt es noch mal ein Vorherbild. Mal sehen, wie viel abkommt. Schon überlegt, mir die Haare mal wieder wachsen zu lassen. Alright, jetzt seht ihr das Ergebnis. Ich glaube, es ist das gleiche wie bei Tapir. Es sieht aus wie vorher. Nur minimal in den kleinen Nuancen gekürzt. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Wenn ihr jetzt sehen würdet, wie ich die Kamera hier fixiert habe, würdet ihr euch totlachen. Man hört es vielleicht, eine Monsterdose. Alright, wie geht's jetzt weiter? Ich muss jetzt nach Poppenbüttel. Jetzt ist Zeit fürs Personal Training. Das heißt, ich werde jetzt meine Mittagstermine wahrnehmen und dann muss ich an den Schreibtisch, weil freitags mache ich immer meine Online-Coaching-Geschichten. Die Leute, die im Coaching sind, wissen Bescheid. Immer freitags gehe ich denen auch auf die Nerven, weil die meisten oder oftmals viele nicht ihre Sachen schicken. Ich habe euch trotzdem gern. Ja. Und dann geht's ins Training. Ich muss heute Upper Body trainieren. Upper Body. Also ein Oberkörpertraining machen, weil mein linkes Knie quasi so ein bisschen blockiert und ich will nicht so will, wie ich es will. Ich hoffe, dass es nichts Ernstes, was ich nicht glaube, aber egal. Das heißt, ich habe gestern mit Tapia schon trainiert. Das Video habt ihr auch schon gesehen. Jetzt überlege ich halt, oder ich werde wahrscheinlich sogar die ganze Woche das Knie nicht belasten, um einfach sicher zu gehen, dass was auch immer da ist, abklingen kann, sich erholen kann. Deswegen überlege ich sogar wieder in den Push-Pull-Plan zu wechseln, ohne Beine. Nicht gleich auch noch Push-Pull-Schultern-Arm oder so eine Geschichte. Push-Pull-Pause, Push-Pull. Sowas in dem Sinne und kann dann mal eine Woche lang das Volumen für die entsprechenden Muskelpartien so ein bisschen erhöhen. Also machen wir das Beste aus den Gegebenheiten. Ist schade drum, weil ich gerade im Beintraining richtig gute Fortschritte gemacht habe und das ja auch meine größte Schwachstelle ist und ich glücklich war, dass das da jetzt wirklich progressiv langsam vorangehen, wirklich gewachsen ist. Aber so ist das immer im Leben. Irgendwas kommt immer dazwischen. Jo, deshalb geht's jetzt erstmal arbeiten, dann das Vergnügen, nämlich Training. So, wie ihr seht, habe ich mich dann dazu entschieden, heute mal ein Voice-Over zu machen. Ich hoffe, die Soundqualität geht soweit durch. Ich habe das mal getestet, geht eigentlich klar. Und ich habe mich an dem Tag dazu entschieden, kein ganzes Oberkörpertraining zu machen. Das war der Anfang meines Knieproblems, sondern ich habe dann eine Push-Einheit gemacht und die dann auch relativ bisschen freier gestaltet. Habe halt geguckt, dass ich mein Trainingsvolumen ähnlich fülle, wie ich es sonst auch habe, für die Woche für Push-Bewegungen. Ja, zum Training an sich, ihr seht jetzt mal kurz, was ich so beim Warm-Up mache. Ich habe da so ein schönes Band von, wie heißt die Firma? Athletic Aesthetic. Und damit mache ich mich schön warm. Und zwar, habt ihr gesehen, mache ich halt das klassische Rudern, dann sowas wie ein Facepull, halt alles so 10 Mal, ganz klassisch, diese klassischen Bewegungen, die man so macht. Das heißt, ich mache halt auch vor jedem Beintraining, wärme ich trotzdem im Oberkörper auf, weil ich das für ganz wichtig empfinde, weil ihr gerade bei den Front Squats auch natürlich Beweglichkeit im Oberkörper brauchen, auch Spannung. Ja. So, das ist jetzt quasi nur ein kleiner Auszug aus dem Warm-up, aber damit ihr das auch mal gesehen habt, mache ich halt 10 Mal das Ganze, Rudern und so weiter und so fort. Das ist so meins. Diese Band-Pull-Aparts gehören immer dazu für die Beweglichkeit im Schultergürtel. Einmal vor den Körper, dann mache ich sie auch nochmal 5 Mal jeweils rechts, ein bisschen seitlicher, um die Rotatoren durchzubewegen. Für mich quasi mittlerweile unerlässlich vor dem Training, komme ich auch gar nicht mehr richtig in die Performance rein. Ne? Rotatoren so nochmal. Ja, und dann ging es auch schon ins Training. Und ich habe mich dadurch, dass ich jetzt wirklich, 2 Mal die Woche jetzt wieder, oder wahrscheinlich auch wieder 3 Mal die Woche reines
Push-Training absolvieren muss aufgrund meiner Beinverletzung. Dazu entschieden, endlich mal wieder mich ins Langhantelbankdrücken einzuarbeiten und habe da auch jetzt wieder ganz langsam angefangen. Wie ihr da jetzt seht, habe ich einfach mal versucht, wieder für mich erstmal wieder nach langer Zeit rauszufinden, wie weit greife ich und wie kriege ich ordentlich Feeling in die Brustmuskulatur, denn ich will im Moment im Aufbau einfach nur Muskeln aufbauen. Mir geht es jetzt nicht darum, maximale Gewichte zu bewegen, sondern erst die Kraft zu gewinnen und dann kontrolliert eine höhere Kontraktionsrate im Muskel zu gewinnen. Darum geht es mir. Deswegen habe ich an dem Tag auch wirklich moderat angefangen, wie ihr seht. Was sind da, glaube ich, drauf? Was sind das? 70 Kilo. Und was mir sogar aufgefallen ist, mit meinem Knie, das linke ist es, was ihr jetzt da seht, ich kann nicht mal richtig meinen Fuß in den Boden drücken. Das heißt, ich konnte nicht mal richtig diese Brücke, die man eigentlich machen sollte, absolvieren. Und ja, hat man auch gemerkt, also ich habe auf der linken Seite immer ein bisschen Spannungsverlust in der Gesamtkörperstruktur gehabt. Und das kann ich mittlerweile aber schon wieder gut. Jetzt so eine Woche später. Aber ja, Bankdrücken ist und bleibt mein schwächster Lift sozusagen. Dann habe ich mal wieder meine Lieblingsübung für die Schulter, Pressbewegung. Nach der Overhead Press, die Overhead Press mache ich einfach, um stärker zu werden. Diese Übung ist jetzt wirklich, um mich darauf zu konzentrieren. Oh, was ist mit der Kamera los? Den Muskel richtig gut in eine maximale Kontraktion zu bringen. Bei der Overhead Press ist es teilweise schon so schwer, dass man sich wirklich nicht alleine darauf konzentrieren kann. Also diese Übung, wirklich eine meiner Lieblingsübungen, um einzig und allein den Schultermuskel zu treffen. Da kann ich mich wunderbar darauf konzentrieren. Alternieren voneinander und das im Stehen auch und das wirklich strikt. Das heißt, ich habe eine komplette Streckung im Knie, damit ich nicht über die Kraft aus dem Boden arbeiten kann. Hier wird man vielleicht irgendwann mal sehen, ja, so einen ganz kleinen Tick, sieht man das, zack. Arbeite ich minimal halt aus dem Boden heraus, aber eigentlich kommt die Kraft einzig und allein aus der Schulter. Da helfe ich nicht über die Hüfte oder über die Beine irgendwie nach. Genau, so, als nächstes habe ich dann noch eine zweite Brustübung ausprobiert und zwar diesmal eine Maschine. Ich wollte noch eine fliegende Bewegung haben und normalerweise habe ich einmal die Woche die Cable Flies mit drin. Diesmal habe ich mich an das Pec Deck, nennt man das im Englischen, mir fällt immer das dazu ein, einfach diese Butterfly-Maschine von Technogym ist das in dem Falle, wieder mal rangewagt und habe gemerkt, dass die gar nicht so schlecht ist, wie ich sie immer fand, weil ich das Modell halt kenne aus dem Studio, wo ich sonst als Personal Trainer arbeite und die das ein bisschen abgeändert haben in der Biomechanik, was auch viel besser ist. Tipp da wirklich, seid ehrlich zu euch mit dem Gewicht, sobald ihr anfangt, diesen stolzen Brustkorb, dieses rausgedrückte, ganz stolze Brust in der Bewegung nach vorne nicht mehr halten könnt, also wenn die fast zusammenkommt, dann ist das wirklich zu schwer. Das ist eine Isolationsübung, da soll wirklich nur der Brustmuskel arbeiten. Das heißt, da kann man wirklich schauen, dass man nicht zu schwer arbeitet, sondern maximal vorne, bam, jetzt richtig fest in die Kontraktion kommt und der Brustkorb nicht einfällt, weil dann verliere ich schon wieder Spannung. Ganz wichtig. Das als Tipp für solche Übungen. Dann musste natürlich noch der Trizeps jetzt auch noch ein bisschen arbeiten. Da habe ich klassischerweise eigentlich immer nur die Pushdowns drin. Hier als Tipp, nutzt lieber einen geraden Griff oder diesen leicht angeschrägten Griff, den ich da benutze. Ich bin gar nicht so ein großer Freund von diesem Tau. Man hat zwar das Gefühl, dass man da viel mehr Spannung raufkriegt, das liegt allerdings wirklich nur daran, dass durch diese Haltung, dass ihr die Handflächen zueinander habt, dass ihr nicht so viel Spannung da drauf bekommt. Beziehungsweise mit einem geraden Griff wahrscheinlich mehr Gewicht bewegen könnt. Deswegen probiert das mal aus mit einem geraden oder nur leicht angeschrägten Griff. So, und dann zu guter Letzt habe ich, um das Volumen jetzt für die Schulter ein bisschen zu erhöhen, normalerweise reicht mir eine Übung aus, habe ich nochmal das Seitheben vorm Körper gemacht, nur nochmal zwei Sätze. Auch schön kontrolliert. Hier als Tipp, immer schön den Latissimus angespannt lassen. Wenn ihr hochzieht, dann trefft ihr wirklich den seitlichen Schulteranteil durchgehend. Lat anspannen und erst dann hochziehen.
Wenn ihr merkt, der Latt ist nicht mehr fest, kann man auch gut, jetzt könnte ich jetzt mit der rechten Hand den Latt anfassen, ob der fest ist. Und dann merke ich, ob ich noch Spannung habe. Alright, ich hoffe, euch hat dieses Voice-Over gefallen. Mal was Neues. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest des Videos. Das Training ist durch, Freunde. Und ich wäre kein guter Gastgeber, auch nicht in diesem Video, wenn ich euch nicht mein Essen, mein Post-Workout-Meal zeigen würde. Und ich bin schon mittendrin. Ich habe so einen Hunger nach dem Training gehabt, dass ich es fast vergessen habe. Aber nur fast. Also, Freunde. Es gibt auch ausnahmsweise mal was anderes bei mir, aber auch nur, weil ich bin ja so faul. Weil Fit Taste so nett ist und uns so ein bisschen supportet und uns ab und zu was zukommen lässt. Und deswegen hatte ich noch eine Mahlzeit im Kühlschrank. Ich zeige euch das mal. Und zwar ist das das Bro-Meal schlechthin, nämlich Brokkoli, Reis und Hähnchen. Und das Ganze in der XL-Version. Das heißt, es gibt immer eine normale Version, glaube ich, bei Fit Taste und eine XL-Version. Was ich jetzt gemacht habe, weil ich ja wirklich nur auf meine 150 Gramm Protein am Tag kommen möchte und das ganze Meal wirklich, ich glaube, lasst mich lügen, 71 Gramm Protein hat. Das sind so drei Hähnchenbruststreifen, habe ich tatsächlich einen rausgenommen und weggeworfen. Ist nicht gut, man soll kein Essen wegwerfen, aber man soll sich auch nicht unnötig irgendwie vollfuttern mit Sachen, die man eigentlich gar nicht, der Körper nicht braucht. Von daher esse ich jetzt aber, das sind ja immer noch 85% der Mahlzeit. Schmeckt gut, da ist auch so eine geile Tomatensauce drin, die ihr gesehen habt. Also es sieht jetzt nicht mehr so schön aus, weil ich schon angefangen habe, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Und ein weiterer Tipp, weil das ja so ein Bro-Meal ist, muss ich das natürlich irgendwie ausgleichen mit Aspartam. Schwipp, schwapp, ohne Zucker, hat Julia mitgebracht, sehr gut. Und als zweite Variante auch noch Pepsi Max mit Limette, die ich natürlicherweise da reingetan habe. So, das wird jetzt schnell gegessen, ist mittlerweile auch schon 17 Uhr, dabei gucke ich Suits, die Anzüge, richtig geile Serie, dritte Staffel mittlerweile. Und dann geht der Tag auch schon weiter. Jetzt ist Zeit, sein Cardio-Training zu machen. Wo kann man das besser machen in Hamburg als an der Elbe? Bei den. Was stand da gerade? Ich habe es gerade abgefilmt. Himmelsleiter. Die Elbtreppe. Die Elbtreppe. Ich mit meinem ledierten Knie, ist die beste Entscheidung überhaupt. Ich habe Muskelkater, den habe ich noch nie in meinem Leben vom Nordic Walking, liebe Leute. Die Krankenhausszene ist die letzte Szene, oder? Ja. Die letzte Szene im Film, wo Andi und Anica. Stuhl-Andi. Stuli und Anica. Wer jetzt nicht weiß, was los ist, guckt euch der letzte Bruder an. Riecht einer der besten, schlechtesten Filme, die ich kenne. Crush the ball, get him out, blooded in a 600. Crush the ball, get him out, blooded in a sense. Crush the ball. Diese Schlangen sind nicht für ein Konzert oder irgendwas, sondern für Caroni Kebekus. Da werden wir jetzt hingehen. Wer den Humor feiert, schreibt es mir in die Kommentare. Julia und ich feiern das extrem, finden es richtig, richtig lustig, genau unser Humor. Ich habe nicht Fleisch eingeben, sagt mir, vorbei ist vorbei, Fettbedarf für ihr Leben gedeckt. Ich meine, viele verzichten ja freiwillig auf Fleisch und so, ja. Es gibt ja Menschen, die sagen, ey, ich esse kein Fleisch. Das finde ich auch okay, kann man ja machen, ja. Es gibt gute Gründe, kein Fleisch zu essen, Massentierhaltung und so, alles total okay, ja. Also macht, was ihr wollt, ja, esst kein Fleisch. Viele sagen auch, der Körper, der menschliche Körper, der kann gar nicht so viel Fleisch verarbeiten. Der ist gar nicht für gemacht, der Kopf. Der Kopf ist nicht gemacht, um Fleisch zu essen.
wo ich immer denke, ja, aber wenn der Gott nicht will, dass ich das Schwein esse, warum hat er das so lecker gemacht? Wir sind jetzt zurück von Caroline. Kebekus, ich habe die ganze Zeit Klebekus gesagt, ja. Ich weiß auch nicht warum, aber immer Kebekus heißt die gute Frau. Und es war richtig, richtig lustig. Sie hat wirklich die Themenfelder genau bedient, die mich in meinem Leben oder wahrscheinlich alle, die mit YouTube zu tun haben oder Fitness und YouTube zu tun haben, bedient. Ja. Was gab es zum einen? Veganer, Cracknutten. Das sozusagen in Relation gesetzt. Fragt mich nicht was. Guckt euch einfach ihre Videos an. Gibt es bestimmt auch bei YouTube. Alpha Pussy heißt das Programm. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Was hat sie noch? Smoothies. Junge Damen, die nur Smoothies trinken. Herren, die zu lange T-Shirts tragen. Habe ich sonst noch was vergessen? Leute, die ihren Hass in YouTube-Kommentaren ablassen. Einfach wirklich, ja, perfekt. Ich habe mich totlachen können. Heute Morgen gab es die Pancakes. Die meisten schon kennen, die mir bei Snapchat folgen, sehen sie, glaube ich, jeden Tag. Ja, ich glaube, es wird auch irgendwann langweilig, aber egal. Das heißt, ich habe erst 1600 Kalorien gegessen, brauche aber heute aufgrund des Bedarfs, den ich heute hatte, so 3400. Und da dachte ich, wie fülle ich das Ganze jetzt noch, ohne jetzt um hier, jetzt haben wir schon fast gleich 24 Uhr, noch groß zu kochen, machen, zu tun. Mein Bowl habe ich auch keinen Bock drauf, das heißt, ich gönne mir heute mal ein Ben & Jerry's, wieder ein ganzes Cookie Dough Switch Up, habe ich noch nie probiert. Wollte ich immer mal probieren. Und um den Rest der Kalorien voll zu machen, meine Lieblingschips, Fun Pops, Sour Cream and Onion. Ja, die beiden Sachen gibt es jetzt noch. Dann habe ich mir noch natürlich ein Monster geholt für morgen früh. Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten wieder.